Ich bin Udo Sträßer und arbeite als freischaffender Künstler im Bereich von Tanz und Tanztheater mit Kindern an Grundschulen und ich wohne auf dem Ölberg in Wuppertal-Elberfeld. Mein eigentlicher Beruf ist Bauingenieur. Und zwar, ich habe Bauzeichner gelernt und dann, dann kam Bundeswehr und dann habe ich Fachoberschulreife gemacht und dann habe ich als Bauzeichner noch hier gearbeitet und dann habe ich mich entschlossen zu studieren, habe hier in Wuppertal studiert. Ich war mit 27, das ist jetzt schon über 30 Jahre und so weiter, bin ich zum Tanz gekommen. Und zwar zuerst mal Improvisationstanz und so verschiedene Dinge mit Afro-Dance und Modern-Dance und Clownerie habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht. Und wir haben auch Aufführungen gemacht und so weiter. Und dann nachher habe ich mich so ein bisschen umorientiert zum Buto. Buto habe ich, ich glaube eine Fernsehsendung oder irgendwie einen Film mal gesehen davon. Buto ist, wörtlich übersetzt, ist es ein stampfender Tanz. Ich fand das am Anfang sehr befremdlich. Also den Udo, meinen Freund Udo, in einem weißen Dress zu sehen mit weißer Schminke. Und das erste Stück, was ich von ihm gesehen habe, war Prinzenrolle. Aber mit der Zeit, muss ich sagen, finde ich das sehr schön. Ich mag die Stücke unheimlich gerne, wie er tanzt. Ich habe höchste Hochachtung vor der Akrobatik letztendlich. Ist auch sehr humorvoll. Ja, so, und das mag ich ganz besonders an ihm. Und dass das Herz an der richtigen Stelle hat. Buto, da gibt man sich total ganz und geht auch ziemlich in Extreme rein, die also viel vom Körper erfordern. Die wissen auch gar nicht in dem Moment, wann ich aufhöre. Ne? Dann stehe ich manchmal da und warte drauf. Ja, die müssten ja jetzt wissen, jetzt ist Schluss. Aber da passiert nichts. Die sind so, bis ich mich dann verbeuge. Ne? So, ne? Und das finde ich immer beim Publikum total schön. Wenn die so richtig dabei sind, ne? das ist schön. Ne?